So, erstmal gucken. Das Checker ist mit Sicherheit deins. Das mit Sicherheit deins. Das. Das sieht auch danach aus. Die Harpune war deins. Die Hermes Boots waren deins. Das. Das. Chimera Banner. Vermutlich nicht, dass das deins ist. Das ist auf jeden Fall noch deins. Die Cat Mask. Goblin Warrior Banner. Grappling Hook ist meins. Wo habe ich hier noch was? Hast du irgendwie Bomben oder sowas? Was? Bomben. Dynamit. Ja, das ist egal. Aber irgendwie fehlen hier doch noch Sachen, oder? Ach, eine ganze Rüstung. Aber die sehe ich hier nicht. Also hey, ohne Scheiß fuck? Jetzt. Ich habe hier noch irgendwelche Goldfisch, Brinkroot, Ores, irgendwelche Banner. Aber da unten lag meiner Meinung nach auch nichts mehr. Vielleicht habe ich es auch übersehen. Oh, ich gehe nochmal runter, würde ich einfach sagen. Also wie gesagt, auch die Katzenkram und so. Sehe ich momentan nicht. Oder irgendwas ist ganz schön komisch irgendwie. Kann ich mal die komischen Banner aufhängen, die wir hier bekommen haben? Ja, ich habe jetzt mal genug Rüstung. Also, es ist ein bisschen merkwürdig, da gebe ich dir recht, aber wie gesagt, ich habe da jetzt. Ja, ich dachte, ich hätte alles aufgenommen. Wir können nur gerne nochmal hingucken. Ist kein Ding. Wichtigste Sachen habe ich ja. Und mein Geld habe ich ja vorher gesaved, Gott sei Dank. So. Mal kurz alles ablegen, was ich hier nicht mehr brauche. Platinum-Ohr habe ich hier schon wieder bekommen. Platinum Bar. So. Irgendwie sind meine Heiltränke auch weg. Hä? Keine Ahnung. Also du müsstest sogar von mir noch Heiltränke haben. Ich habe genau zwei Heiltränke und es sind zwei große, die 100 bringen und sonst nix. Das finde ich gerade übelst schräg. Okay. Ich meine, ist jetzt nur so eine Vermutung, aber. Ne, hier sind noch 30 kleine. Kann vielleicht sein, dass der Server sich da irgendwie was zusammenfriemelt, wie er gerade will. Ne, eigentlich nicht. Also wie gesagt, ich habe die ganze Zeit das Serverwechsel gestartet. Das sollte eigentlich alles so laufen. Nein! Ach. Ich habe gerade auf Deposit All geklickt. Das ist eine dumme Idee. Ja gut. Hä, warum ist die Tür jetzt weg? Die war gerade noch da. Ich habe die gerade noch zugemacht. Ich habe mich vorhin schon gewundert, warum ich eine Tür zu viel im Inventar hatte. Vermutlich hat also, da irgendeinen Quatsch gemacht. Also irgendwas stimmt nicht. Da gebe ich dir jetzt absolut recht. Ich weiß aber auch nicht, wie ich es gerade ändern soll. Ich kann dir auch keinen Fix dafür vorschlagen, aber... What the fuck? Kann doch nicht sein, dass eine Tür verschwindet, die ich zumache. Alex, hör auf, hier zu hacken. Alter, das wäre mal OP-Hack hier. So, dann mache ich einfach mal eine neue Tür, würde ich sagen. Okay. Wie gesagt, ich hatte vorhin mal schon eine Pumpkin-Door im Inventar, wo ich mir dachte, woher kommt die denn? Da hat's wohl. Oh, mein Zeug wieder. Da hat's wohl irgendwie das vergessen zu aktualisieren. So, jetzt gehe ich nochmal da runter und guck nochmal, ob irgendwas von dem Zeug noch da ist. Ja, und ich mach mal kurz einen kleinen Test. Was ist denn das für ein Test? Inventartest oder was? So. Ach, das. Jetzt müssen wir den Weg wiederfinden, wo wir überhaupt lang gegangen sind, genau. So. Also das ist äußerst merkwürdig. Komm. Blöder Goblin. Oh. So. Weißt du, ab wie viel man 240 Fallschaden kriegt? Nein. Okay. Ich weiß nur, dass Fallschaden verdammt schnell verdammt hoch wird. Mal gucken, ob das reicht. Ah, ich habe auf jeden Fall deinen Tod gerade gefunden, deine Todesstelle. Alex ist nicht gesprungen, du bist gestorben. Ja, das war Absicht. Okay.
Warum tötet man sich absichtlich? Ich möchte gucken, was jetzt noch von meinem Inventar übrig ist. Aber das Inventar geht doch eigentlich nicht kaputt, wenn man stirbt. Einfach so. Ja, eben. Also verlierst du deine Items, okay, aber eigentlich kannst du die ja wieder aufsammeln. Ist auch noch alles da. Hä, aber warum verschwindet die Tür? What the fuck? Ja, wie gesagt, ich vermute, dass da irgendwie... Aber in Desync im LAN wäre irgendwie übelster Quatsch. Also da müsste ja wirklich an dem Server was kaputt sein. Okay, ich hab schon mal wieder unsere... Lol, die Goldspitzhacke ist wahrscheinlich auch weg, ne? Habe ich nicht, zumindest nicht gesehen, also... Ja, okay, den Bug kenne ich ja, dass die Goldspitzhacke verschwindet. Verstehe ich immer noch nicht, warum gerade die Goldspitzhacke verschwinden sollte. Und ich habe jetzt auch komischerweise 2 Starter-Sets bekommen von Axt und Spitzhacke. Ja, wieso, wenn du stirbst und nochmal das dahin gehst, nicht auf das aufsammelst, dann hast du 2 Starter-Sets, logisch. Aber ich habe die anderen schon vorher abgelegt, glaube ich. Hm, komisch. Ach, da ist ja noch so eine komische Spinnenhöhle hier. Sind wir durchgegangen durch die? Boah, das ist in der Tat ein bisschen komisch. Naja. Ein bisschen Topaz abbauen und mitnehmen. So. So, jetzt bin ich wieder hier, wo du da oben gestorben bist. Wo du das Huch. Boah. Da wieder so eine blöde Falle. Aber ich kann eigentlich nur vermuten, dass es durch die Lava doch irgendwas zerstört wurde. Weil also, hier ist nichts. Ich weiß, es wird durch Lava nichts zerstört. Bei uns doch schon mal was anderes auch durch Lava zerstört. Wenn es in die Lava reinfällt, dann wird es durchaus zerstört. Oh, nö. Also, mehr kann ich dir gerade nicht sagen. Also, ich denke eigentlich nicht, dass du ja irgendwelche Fehler machst. Hoffe ich mal nicht so rum. Wäre extrem ungeil, wenn die Map auf einmal weg wäre. Ja. Also heute ist irgendwie der Wurm drin, sag ich mal so. Ja, bei mir, na gut, bei mir ist Standard, dass Terraria zwischen 30 und 60 FPS wechselt. Was? Ja, wenn ich mit Fraps aufnehme, hat Terraria mal 30, mal 60. Okay. Wow. Das mit dem Lava ablassen war, glaube ich, nicht unsere beste Idee. Nee, aber ich wollte die Topasse haben. Jetzt haben wir den übelsten Lavasee. Aber so richtig übel. Meine Güte. Hardcore. Kriegt einfach einen Schleim hinter mir in die Lava. Steine. Ich brauche Steine. So, komm. Alles klar? Ja, mein Headset will wieder Strom haben. Dein Headset? Spielst nicht mit deinem Großmembraner? Doch. Ach so, aber du hörst nichts mehr, oder was? Doch. Aber das geht gleich aus, weil macht schon tut tut tut. Ach so. So. Ja, nach 20 Stunden zocken musst du es aber wieder Strom bekommen. Ich bin nicht so wahnsinnig begeistert, wie hier gerade so viel Lava überall rumschwebt, steht. Geh weg, Lava. Geh weg. So. So. Ah. Achso, der Farbenhändler, okay. Das ist lustig, man kann hier Wasser einfärben. Oh, 60 Frames. Schön flüssig. Kannst ja darauf schieben. Okay. Also irgendwie war gerade bei mir was komisch. Wieso?
Entweder ich habe wirklich gerade den größten Brainfuck hier ever. Oder? Nee. Das hätte ich gemerkt. Ich habe gerade irgendwie in meinem Kopf gedacht, dass gerade irgendwie ich so ein derbestes Rauschen hatte auf dem Kopfhörer. Nee, also bei mir ist alles gut. Ja, bei mir auch. Übrigens, hier unten gibt es jetzt jede Menge Sylt. Bin gerade mal ein bisschen am Rumfarmen. Ja, ich komme auch wieder. Möchte ich da auch was Produktives tun, außer sterben? Hust. Weil ich dachte mir doch so, okay, ich gehe mal lieber einen Schritt zur Seite, wenn er jetzt mit Lava rummacht. Ja, ich habe halt nicht gedacht, dass die wirklich da runterfließt. So, also dass die auf mich fließt halt. Und dann macht die halt mal eben 75 Damage. Pro Sekunde, also pro Tick, ne? Ja. Und da machst du nix. Oh, zumindest nicht mehr viel. Mensch, jetzt plötzlich die blöde Fackel, ey. So, da muss ich runter. Die Zombies immer, ey. Oh, ein paar Spinnen, meinst du? Nur ein paar einzelne. So, bin auch gleich da. So. Ich höre dich schon planschen. Mich hörst du planschen? Ich plansche eigentlich gar nicht, ich mach grad Spinnen kaputt. What? Achso, dann ist es ein Zombie. Es sind übrigens noch mehr von diesen Spinnensachen, auch über uns ist noch Spinnenzeug. Da gibt's gar keine Truhe, voll gemein. Oh. Ansonsten kannst du durch den Truhen kannst du nämlich den Webslinger finden. Spawnen die Viecher eigentlich immer wieder neu? Wenn man nicht. Ich glaube, wenn man nicht in der Nähe ist, dann ja. Weil unter uns sind jetzt schon wieder 4 Stück. Ja, die spawnen neu. Das kann ich. Den Dinger kann man damit nichts finden. Ja. Ah, warte mal, ich sehe da was. Aha. Springen müsste man können. Siehst du, achso, da, das Silk-Zeug. Ha! Ich sehe da noch mehr. Wie gesagt, hier auf der Ebene hier gibt es relativ viel. Ja. Oh. Da stehe ich jetzt nicht drunter. Ja, alles safe. Ja, wenn wir es schon finden, dann können wir es auch mitnehmen. Irgendwann müssen wir, irgendwie mal einen Gang, der möglichst gerade runter geht, finden. Es ist schrecklich, hier immer links und rechts zu laufen. Das ist richtig. Also ich würde sagen, wir müssen später nochmal einen Gang bauen, der wirklich mal gerade runter geht. Hier waren wir doch vorhin auch noch, oder? Ach ne, wir sind bloß wieder nach links gelaufen. Ja. Wollen wir einen Gang bauen, der gerade runter geht, wirklich? Ja. Mal gucken, worauf wir so treffen. Weil wir es nicht mit dem Wasser machen, dann müssen wir uns noch mal was einfallen lassen. Ja, das ist was extrem nervig. Mal gucken, was da drüben ist. Hallo. Ach, da unten auch noch. Hoch. Au, das war eine dumme Idee, mich daran festzuhalten. Genau die Idee hatte ich auch gerade. Lol, habe ich da gerade ernsthaft Steine platziert? Ja, okay. Du hast da gerade ernsthaft Steine platziert. Oh. Was ist denn hier? Warum haben wir das nicht ausgeleuchtet? Weil da Wasser drin war. Ja, leuchtet trotzdem mal aus, dass wir wissen, dass da Wasser drin ist, wenn man es von außen sieht.
Yay, Pilze. Ich mag Pilze. Magic Mushroom. Oh mein Gott. Alles klar. Was denn jetzt? wenn ich das unsicher abbaue, kriegst du Schaden, ne? Ja, ich weiß. Was macht mein Pinguin da? Der geht aber scharf. Der vermisst dich. So sieht's aus, ne? Blimp, 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 blimp. Weißt du, der springt jetzt halt gegen die Wand, weil er dich durch das Stein sehen kann. Scheint so. Magic Pinguin. Oh, kommt ja auch eine Folge raus. Ja, kommt auch eine Folge raus, die habe ich genannt Super Pinguin Flieg. Das ist aber das erste Mal auch. Vor allem, er läuft halt alles und wenn man weit genug weg ist, ich flieg. Ja, genau, einfach so. Ich habe keinen Bock zu laufen, lass fliegen. Da kommt ein Mutterschleim. Ja, oh, das ging jetzt aber fix. Achtung, ich wollte unten abbauen. Ja, das hast du schon mal LOL. Was denn? Aber wir haben mal ein bisschen. Wow. Dankeschön, Fledermaus. Schmeiß uns in den fallenden Silt rein. Was? Wo kommt der denn her? What the fuck? Der kam von oben durch die. Ah, da ist ja. Okay, ich dachte, das wäre komplett dicht. Nee, lass mal. Ich wollte es eigentlich nach rechts ablaufen lassen, das Wasser. Naja, egal. Oh, noch okay, ein bisschen was. Ich glaub, das lohnt sich extrem. Mal sehen, ob wir irgendwann irgendwas Sinnvolles dann daraus bauen können. Bin ich ja mal gespannt. Ja. Vor allem kriegen wir halt, wenn wir das in die Maschine reinknallen, ganz schön viele Rohstoffe. Ja, es sind halt nur nicht alle so wahnsinnig sinnvoll. Also zum Beispiel Ember kann man wirklich für nichts benutzen. Den kannst du nur platzieren und ich glaube noch irgendwas komisches Deko-Zeug daraus bauen. So, ich wollte aber eigentlich die Pilze noch mitnehmen, weil aus denen kann man auch lustige Wände bauen. Okay, dann nehme ich die auch mal mit. So schön blau-schwarze gemusterte Wände und sowas. Finde ich ganz nice. Huch. Ja. Oh. Sie ist nach links bauen. Da kommen wir irgendwie. Ich habe keinen Überblick mehr, wo unsere. Egal. Ich mach unten. Machst du oben. Mitte müssen wir dann halt beide übernehmen. Du machst oben. Ach so, ich mach oben. Ich dachte, einer unten, einer oben und dann in die Mitte gehen immer jeweils. Aber du hast schon die Goldspitzhacke oder was? Nee. Nee, die habe ich, die ist ja weg. Stopp! Oder Mistzombie. Warum hast du das so schnell abgebaut? Voll gemein. Oh. Fail. Also ich eigentlich meinte ich. Wir haben jetzt beide gefailt, oh. Also was muss man tun, damit man da was rauskriegt? Also das Doppelte praktisch. Du müsstest immer ein einzelnes irgendwie drauf platzieren. Aber das ist extrem umständlich. Ich würde einfach das weiter so handhaben und dann halt zwei drauf platzieren. Oder wir müssten uns irgendwas bauen, was sozusagen das Silt direkt auf den Extraktor drauf fällt, glaube ich. Ja, Achtung, ich wollte jetzt. Warum nimmst du den. Achso, nimmst du Steine weg, damit ich da draufstellen kann? Meinst du, das ist sinnvoll? Gib mir. Dankeschön. Übrigens gibt es wieder ein schönes Humble Bundle. Da ist zum Beispiel Garry's Mod und Orcs Must Die 2 drin. Ich wollte mir. Ich habe Garry's Mod schon, aber. Ich wollte unbedingt mal mit dir mal Trouble in Terrorist Town spielen. Das kenne ich nicht. Finde ich extrem geil. Da gibt es einen, also einen Traitor, einen Verräter und. Oder zwei, je nach Spieleranzahl. Und dann gibt es einen Detektiv und einen Innocent. Also, okay. Quatsch, nicht einen. Mehrere. Also, und, die Soldaten müssen praktisch den Verräter töten. Aber sie wissen nicht, wer es ist. Bisschen sowas wie Werwolf klingt das. Ist, also, ich finde es halt extrem geil.
Dieser klingt so wie Werwolf. Nur halt auf Videospiel. Irgendwie, entweder sind wir nicht tief genug oder wir haben Pech. Ja, ich denke, wir bauen uns jetzt mal ein bisschen abseits und geraden Gang runter und dann. Und lass mal wieder unseren Gang, den wir schon angefangen haben, runterfinden. War der nicht im Dschungel? Unser gerader Gang nach unten? Nee, denn der war nicht im Dschungel. Wir haben doch einen unter unserem Haus oder da rechts neben unserem Haus, wo wir auch hier runtergekommen sind. Ach, stimmt. Wir haben, glaube ich, einfach irgendwann nicht mehr weitergebaut, weil wir irgendwie Höhlen. Das ist sogar der hier, wo wir gerade sind, glaube ich. Ja, genau. Oder? Nee, nicht ganz. Wir haben irgendwie uns ablenken lassen von Höhlen, voll gemein. Also jetzt sind wir nämlich noch in natürlichen Höhlen, ja. Ich gehe mal hier weiter hoch. Ich will wissen, wo wir endlich den blöden Gang wieder haben. Ich glaube, wir sind sogar in unserem alten Gang. Hab ich so den Verdacht. Ich glaube auch. Nee, genau, wir sind ja irgendwann nach links gegangen, weil wir so einen Haufen Wasser dann zwischen uns hatten. Ja. Ich will mal was probieren jetzt. So. Was passiert, wenn ich sowas mache? Wenn ich jetzt mich hier unten, oben runterbuddel. Ach so. Weiß nicht, ob da jetzt Wasser kommt. In dem Stein sozusagen. Ja. Das geht nicht mehr. Voll gemein. Hä, PeteSpeed hat es doch auch so gemacht. Das ist aber schon ein bisschen her, die haben gleich nochmal gepatcht, dass das sozusagen das Wasser im. Du erstickst übrigens, da stehen bleibst. Die haben es anders gemacht, die haben sich einfach sozusagen jetzt weiter runtergebuddelt. Achtung, ist wieder Wasser von links. Wir müssen halt das Wasser irgendwann weiter unten weglassen. Warte. Oder wir machen einfach mal nach rechts, ja. Das ist ja, dann einfach hier irgendwie runter. Achtung! Sorry. Oh, kein Ding. Ding, ding! So. Ich will nochmal kurz was haben. Wenn wir schon mal hier sind, Saphire nehme ich mit. So, jetzt können wir. Machst du links? Ja. Rechts bin ich gerade. Okay, dann mache ich links. Go, go, go! Muss man nicht mal so viel links und rechts springen. Juhu. Oh, nö. Was ist ein Onö? Wasser. Ach so. Ja, aber es ist zumindest nicht so viel. Also wir können ja eine Wand bauen und dann nur ein bisschen Wasser irgendwo mal ableiten. So. So. Naja gut, das ist ja noch nicht so tragisch. Ja, deswegen. Alles noch entspannt. Das läuft schon bei der nächsten Höhle mal weg. So, bei der hier zum Beispiel.